An einem Vorfrühlingsabend im März feierte die Hansestadt Hamburg ein Filmereignis, das selbst für die sonst so geplagten Parkplatzsucher bestens vorbereitet war. In festlicher Garderobe traf sich ein illustres Publikum im Savoy, Europas erstem und vorerst einzigem Filmtheater, das für das verwöhnte Kinopublikum eine sensationelle Neuheit parat hat. Schauspieler, Senatoren und Diplomaten bildeten die glanzvolle Statisterie und Hausherr Herbert Stephan empfing seine zahlreichen Gäste, zu denen unter anderem Maria Paudler, der Komiker Heinz Erhardt, die Sängerin Bibi Jones, die Filmschauspielerin Annie Ondra und Ex-Weltmeister Max Schmeling zählten. Dieses Aufgebot galt jedoch weder einem Film noch einem Filmstar. Es galt einem neuen filmischen Verfahren, einem technischen Wunderkind aus Hollywood, dem sogenannten Todd AO. Diese technische Neuerung besteht im Wesentlichen aus einem 70 mm breiten Bildfeld, viermal so groß wie der bisher gebräuchliche Normalfilm. Der Vorführapparat ist mit 6 Tonkanälen verbunden und eine einzige der riesigen Weitwinkelvorsatzlinsen hat den Wert eines kleinen Einfamilienhauses. Die Architekten des Theaters übergaben dem Hausherrn die Schlüsselgewalt. Und dann erlebte das Publikum die Sensation auf der Leinwand. Den Auftakt bildete natürlich die UFA-Wochenschau, die als Vertreterin des Normalfilms die gewohnte Bildgröße vor Augen führte. Dann erweiterte sich das Blickfeld zum Todd-AO-Panorama. 20 Meter breit und 8 Meter hoch. Auf 160 Quadratmetern eine fantastische Bildprojektion mit einem verblüffend plastischen Effekt.